Hallo Amy, ich wollte mal schauen, ob du noch weißt, wie die ganzen Seiten heißen und ob du das alles gemerkt hast. Wie waren die Seiten nochmal? Kennst du, merkst das noch? Eine Anfängerin der Gitarre hat Eifer. Eine Anfängerin der Gitarre hat Eifer. Genau. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir ein paar Akkorde anfangen. Wir fangen ganz einfach an, aber bevor wir jetzt große Melodien spielen können, müssen wir erstmal schauen, wie das Ganze so gegriffen wird. Du hast wahrscheinlich schon mal gesehen, dass beim Gitarrespielen irgendwo so komische mit der linken Hand gegriffen wird. Und dann tönt es zweimal ganz anders. Wenn ich die Finger so mache, dann tönt es noch anders. Das tönt jetzt nicht so schön, aber letztendlich kommt es im ersten Moment gar nicht darauf an. Wir wollen jetzt mal schauen, es gibt verschiedene sogenannte Akkorde, nennt es sich. Das heißt, ein Akkord ist, wenn ich die Finger besonders halte und alle Saiten eine bestimmte Tonfolge haben. Das ist dann ein Akkord. Wenn ich die Finger anders halte, dann ist es ein anderer Akkord. Es gibt da ganz viele Unterschiede. Es gibt große Akkorde und kleine Akkorde. Die klingen dann ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen trauriger. Das klingt ein bisschen trauriger als so. Das klingt ein bisschen fröhlicher. Da gibt es wieder der Unterschiede. Aber so weit wollen wir gar nicht mal gehen. Wir wollen mal klein anfangen. Und zwar gibt es ganz einfache Akkorde und eines deiner Lieblingslieder ist eben die Vogelhochzeit. Und das ist super, weil das hat zwei Akkorde, zwei ganz einfache Akkorde für den Anfang. Aber wir fangen jetzt mit einem an. Und zwar fangen wir mit dem A an, mit dem A-Dur. Dur und Moll, eben da kommen wir später noch zu. Dur sind die großen Buchstaben und Moll sind die kleinen Buchstaben. Da kommen wir, wie gesagt, noch später genauer zu. Also die großen Buchstaben, also das A-Dur sozusagen, das ist ganz einfach, weil du nimmst im Grunde nur drei Finger, legst sie auf die Saiten drauf und da ist dann A-Dur. Das klingt jetzt ganz einfach. Schauen wir mal ein bisschen näher. Und zwar haben wir im Grunde die erste, die zweite, dritte, vierte, fünfte Saite. E, A, D, G, HE, eine Anfängerin der Gitarre hat Eifer, genau. Und der erste Finger, der Zeigefinger, der kommt jetzt auf die D-Saite. Und zwar haben wir hier, siehst du die Mittelstäke hier? Das sind die sogenannten Bünde. Das heißt, wir haben hier den ersten Bund, den zweiten Bund und das ist immer dazwischen, zwischen diesen Stegen. Wenn ich auf so einem Steg draufgreife, das tönt nicht so toll, ne? Wenn ich davor greife, das klingt ganz anders. Deswegen greife ich immer zwischen den Bünden, das heißt zwischen den Stegen. Und zwar ist das A nicht in dem ersten, sondern in dem zweiten. Also, ich nehme den Zeigefinger und gehe auf die D-Saite im zweiten Bund. Das heißt, die D-Saite, dritte, genau, eine Anfängerin der. Da kommt der Mittelfinger, der kommt eine Saite tiefer in dem gleichen Bund, auf die G-Saite. Und der Ringfinger, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, der kommt auch in den zweiten Bund auf die Saite darunter. Kann man vielleicht nicht ganz so gut sehen. Versuchen es nochmal. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Also, der Zeigefinger, zweite Bund, dritte Saite. Der Mittelfinger, auch zweite Bund, auf die nächste Saite darunter. Und der Ringfinger kommt auf die Saite da drunter. Wird ein bisschen eng da, ne? Aber du hast ja kleine Finger, dann passt das noch. Das ist im Grunde der A. Der A-Dur, genau. So, und jetzt muss irgendwo klingen. Am Anfang vielleicht noch nicht ganz so toll. Was am einfachsten ist, wenn du die Finger mal runternimmst und dann versuchst draufzulegen. Runternehmen, draufzulegen. Das ist die erste Übung. Brauchst noch nichts groß mit der rechten Seite machen, erstmal die linke Seite. Das heißt, erst die linke Hand, du greifst im Grunde, also A.
Zeigefinger, dritte Seite, Mittelfinger, der darunter, der Ringfinger da drunter. Runternehmen, drauflegen. Runternehmen, drauflegen. Braucht ein bisschen Übung. Aber wenn du das drauf hast, wenn du im Grunde relativ gut drauflegen kannst, das ist das Erste. So, drauflegen ist eine, aber es muss ja auch einigermaßen klingen. Wenn ich jetzt die Finger nur so ganz locker drauflege und ich schlage dann die Saiten mal einzeln an, ich fange oben mit der Saite an, da ist kein Finger, das ist egal. Zweite Saite ist auch kein Finger. Das klingt komisch, oder? Weil der Finger nicht richtig drauf liegt. Das ist im Grunde, wo ihr schauen müsst, dass du den Finger so drauf legst, dass es kein Schnarren hat. Kannst auch mit einem Finger erstmal anfangen, mal zum Probieren. Also der Zeigefinger kommt drauf. Das klingt gut, oder? Wenn ich diesen Finger jetzt runternehme, klingt es ganz anders. Wenn ich den Finger nur so halb drauf habe, bisschen fester. So, super. Wenn es ein bisschen schnarrt am Anfang, ist nicht schlimm. Das macht die Übung. Also, Zeigefinger drauf. Erste Seite, zweite Seite, dritte Seite. Super. Also, dann den nächsten Finger. Auch super. Den nächsten Finger. Ja, da muss man auch aufpassen, ne? Dass man nicht da mit den Fingern noch auf der anderen Seite kommt. Das ist die erste Übung, die du machen musst, dass du schaust, dass du eben mit dem A, ne, die beiden drei Finger, so auf die Seiten legst, mit der linken Hand, das mit der rechten, umgekehrt, du bist Linkshänderin, Entschuldigung, also bei dir mit der rechten Hand natürlich den Griff machst und mit der linken Hand dann anschlägst. Also bei mir ist es natürlich umgekehrt, aber bei dir, du weißt das schon, genau. Also mit der Hand, die am Griff ist, greifst du dann das A und schaust dann eine nach der anderen, dass es gut klingt. Wenn es noch nicht gut klingt, am Anfang ist nicht ganz so mega wichtig. Das kommt alles mit Übung. Also eine nach der anderen klingt einigermaßen gut. Die Übung immer wieder drauf und runter. Das heißt, wenn du jetzt das hast, Finger runter, drauf und nochmal durchgehen. Finger runter, drauf, Finger runter, drauf. Das ist die erste Übung. Das braucht ein bisschen, aber wenn du das hast, dann hast du schon mal die Hälfte für das Lied, hast du dann schon mal. Also, Finger runter, drauflegen. Das ist super. Das machst du jetzt. Schaust, dass du es so einigermaßen hinhast. Und immer wieder runter, drauf und anschlagen. So, das ist die erste Übung. Und wenn du das hast, geht's gleich mit der nächsten weiter. Und zwar geht es mit dem nächsten Griff weiter. Aber das machen wir gleich. Also erstmal das A üben. Finger drauf. Runter, Finger drauf. Du machst das schon.